Herzlich willkommen zu meinem Podcast, der Laufpirat. Alles ist gut, solange du laufen kannst. Moment, wieso hat ein Podcast Bilder? Falls ihr jetzt den Podcast an anderen Stellen hört, zum Beispiel Spotify oder sonst irgendwelchen Plattformen, dann werdet ihr euch natürlich wundern, was spricht der jetzt von Bildern? Kleiner Tipp, geht mal auf meine Homepage www.landpirat.de und dann werdet ihr sehen, was ich meine. Ich habe mich entschieden, den Podcast ab sofort auch mit Videoformat zu hinterlegen. Heißt, eigentlich aufgenommen wird er als Video. Ja, natürlich gibt es dann das Audio dann hinterher auch an den üblichen Podcaststellen, damit man das irgendwas auf die Ohren bekommt. Die Idee ist eigentlich relativ lange schon gewachsen, weil ich ganz ehrlich bin, nur mit Audio war mir einfach zu langweilig. Ist eigentlich nicht so wirklich mein Ding. Wie sagt das mal einer zu mir? Du hast ein Radiogesicht und das wollte ich euch jetzt mal beweisen. Ja, bei meiner Gesundheit hat sich so einiges getan. Ich sag mal so, wenn ich jetzt die Tage den Juni voll habe, dann habe ich den ersten Monat voll, wo ich jeden Tag mindestens irgendwo 15 Kilometer zu Fuß unterwegs gewesen bin. Gut, die letzten Tage habe ich ein bisschen geschwächelt. Das eine war gewesen, mein Rücken hat ein bisschen dicht gemacht und hat dabei die Atmung so ein bisschen negativ beeinflusst. Nicht schön. Kann vorkommen, aber ansonsten, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Meine Zahnsanierung geht langsam dem Ende zu. Ich war die Tage bei den Damen, die haben dann nochmal schön durchgeguckt. Ja, ich soll noch ein bisschen fester aufdrücken beim Zahnfleisch, aber ansonsten alles in Ordnung. Und auch die anderen Untersuchungen, die kamen, ja, als einziges ist Langzeitzucker ein kleines bisschen noch erhöht. Aber ansonsten, wir nähern uns so langsam dem Normalbereich. Cool. Finde ich super. Eins ist meine Bauchgeschichte. Tja, der Herbst, der wird wohl irgendwann irgendwas mit Schläuchen zu tun haben. Bleibt einfach nicht aus. Das Problem muss geklärt werden. Es ist schon lange genug, dass das irgendwo am Rumgären ist. Und ich möchte das ganz gerne irgendwie in Ordnung haben. Ich sag mal so, eine der häufigsten Krebsarten ist der Darmkrebs und früh erkannt ist immer noch besser, als wenn dann irgendwo was lange rumschlummert und man sagt, wären Sie mal früher zum Arzt gegangen. Das wäre mir wahrscheinlich bei meinem alten Hausarzt so passiert, keine Ahnung. Ich war in letzter Zeit ziemlich viel auf Tour. Zu meinem Geburtstag war ich in Hamburg, zwischendurch war ich in Melsungen, Hannover, Göttingen, Weimar, alles schöne Städte. Fulda war ich auch gewesen. Leider hat es zu der Zeit noch nicht da wirklich dafür gereicht, dass ich da größere Berichte machen konnte. Weil ihr seht es ja, auf einmal hat er ein Mikrofon in der Hand. Die Ausrüstung ist ein bisschen aufwendiger geworden. Das Video ist auch nicht mehr mit dem Handy gemacht, sondern da steht momentan eine Panasonic Lumix G4 vor mir und tut mich fleißig filmen. Gesteuert wird das Ganze mit dem Handy hier vor meiner Nase. Irgendwann kommt noch ein Gimbal dazu. Also es wird alles ganz lustig, alles ganz neu. Ja, und auch selbst der Schnitt ist komplett neu geworden. Das alte Programm habe ich einfach mal in die Tonne geschmissen, weil es hat mich dann teilweise bei Texteinblendungen zu sehr genervt. Und mittlerweile tue ich auf Linux mit KDE NLive die Sachen schneiden. Eingewöhnungsbedürftig geht aber auch. Das Programm ist eigentlich relativ leicht zu bedienen. Sehr, sehr umfangreich, wenn man möchte. Ja, und dann wollen wir mal schauen, was geht. Bedeutet, in Zukunft werden bei mir wohl auch die Vor- und Nachspanne sich noch ein bisschen ändern. Ich habe da schon so einiges vorbereitet. Da brauche ich jetzt nur noch die Videoclips dazu zu drehen, dass das auch alles so passt, wie es sein soll. Und dann, sag mal, kriegen die einzelnen Rubriken ihre eigenen Clipsbereiche, wo das dann ein bisschen schöner laufen soll als wie bisher, dass man die besser auch unterscheiden kann, die ganzen Geschichten voneinander.
Also da ist schon einiges noch in Planung. Ja, und ich sag mal so, das ist auch mit der Grund, mit der Ausrüstung, dass heute dieser, in Anführungszeichen, Podcast-Beitrag mal ohne Vor- und Abspann daherkommt. Ich werde nur die nötigsten Einblendungen mal einfügen und das war's dann gewesen. Aber es tut sich was. Bleiben wir mal gespannt, was daraus alles wird. Man muss das Ganze mal ein bisschen gelassen sehen, weil ich sag mal so, ich will kein Profi werden. Ich werde mit Sicherheit, auch wenn ich das Volumen habe, keine Lochis. Also von daher, gucken wir mal, lassen wir uns mal überraschen, was die Zukunft so bringt. Ja, jetzt muss ich mal auf ein ernsteres Thema kommen. Ich gebe eigentlich ganz gerne den Clown und bin eigentlich auch jemand, der ganz gerne ein bisschen flapsig ist. Aber die Tage, da ist mir ein Video untergekommen, da konnte ich nicht mehr flapsig bleiben, weil das war letzten Endes unter aller Sau. Und da kann doch nicht mal derjenige was dafür, der dieses Video veröffentlicht hat, sondern die Menschen drumherum. Schaut mal kurz rein. Steck das Geld deiner Eltern lieber in Bildung. Geh lernen und arbeiten. Geh lieber in die Schule oder mach eine Ausbildung. Ich habe heute mein Zeugnis mit einem 1,3-Schnitt bekommen und damit die 11. Klasse bestanden. Alles, was ich besitze, außer Möbel und die meisten Klamotten, habe ich selber gekauft. Also mein Handy, meine Kamera, mein MacBook, mein Motorrad. Einfach, weil ich seitdem ich 12 bin, arbeiten gehe. Jetzt lade ich täglich ein Kurzvideo auf TikTok, Instagram und YouTube hoch. Betreue 2 weitere Kanäle auf den Plattformen mit 2-tägigem Upload. Arbeite mit dem Kika und Funk zusammen an einem weiteren TikTok-Kanal. Bin immer wieder Teil von Fernsehformaten. Habe einen Podcast und gebe leider viel zu viel Geld aus für geisteskranke YouTube-Videos. Schick das mal einer Person, die wirklich mal was tun sollte. Um es vorwegzunehmen, lieber Noel, du hast absolut nichts falsch gemacht. Du bist eigentlich der Idealtyp von dem, was man sich als Sohn wünschen könnte. Du verdienst dein eigenes Geld. Du tust dir deine Ausrüstung selber kaufen, die meisten Klamotten kaufst du dir selber, was viele andere Jugendliche in deinem Alter erwarten würden, dass sie ihnen die Eltern stellen würden. Du rauchst nicht, du trinkst nicht. Du, mit deinen Videoclips, die du da drehst, bist du eigentlich die ganze Zeit irgendwo sinnvoll halbwegs beschäftigt, wo andere wahrscheinlich am Wochenende rumhängen, abfeiern würden, Party machen würden und sich den Kopf mit Alkohol zu kippen. Also, eigentlich bist du genau das Gegenteil von dem, was die Leute da anmeckern. Deswegen, ich kann es nicht verstehen, was da passiert. Jetzt mal zu euch, Meckerfritzen. Ihr meckert da einen 17-Jährigen an, der einen 1,3er Notenschnitt hat. Er soll erstmal was Vernünftiges arbeiten, er soll einen vernünftigen Beruf ergreifen und. Glaubt ihr ernsthaft? Jemand, der in der 11 einen 1,3er Notenschnitt hat, und ich denke mal, der Abi-Schnitt, der wird mit Sicherheit bei ihm auch mit einer 1, 2 Komma enden, geht in einen der Berufe, die ihr da aufzählt. Glaubt ihr ernsthaft, der wird für euch irgendwo ein Auto reparieren oder bei euch im Scheißhaus einen WC-Drücker einbauen? Sorry, ihr müsst kräftig einen an der Waffel haben. Selbstverständlich, wir brauchen Leute in diesen Berufen. Aber Leute, die damit absolut nichts am Hut haben und die dafür auch nicht gemacht sind, und die eigentlich auch in wesentlich anderen und wertvolleren Bereichen arbeiten könnten, da reinzuzwängen. Nee, Leute, das ist es nicht. Ich habe bei uns in der Arbeit oft genug damit zu tun, dass bei uns Leute reinkommen und wollen eine Ausbildungsstelle. Die kommen von der Schule. Ja, können dann meistens noch nicht mal richtig lesen, können nicht mal richtig rechnen. Kann ich auch diesen Jugendlichen nicht ganz alleine zuordnen. Selbstverständlich. Man könnte sie mehr auf den Hosenboden setzen. Man könnte natürlich ein Musterschüler sein, wie Noel es ist. Aber oft genug ist es leider auch so, dass in den Schulen nicht genug Platz ist, den Stoff richtig rüberzubringen. Da hast du dann etliche Leute, die mit sowieso nicht hinterherkommen, wo du extra noch aufpassen musst. Ja, und die Menge davon, die wird dann noch gleichzeitig ein bisschen erhöht durch die große Anzahl an Migranten, die erstmal vernünftig Deutsch lernen müssen. Kann ich den Lehrern auch nicht anlasten und auch nicht den Schülern, die da mit reinkommen. Die Situation ist politisch so gewollt. Ja, und dass das dann am Ende rauskommt und was sich bewirbt, dass das nicht optimal ist, wir wissen es alle.
Wir wissen alle, dass sich da irgendwo was ändern muss. Wir wissen alle, wir brauchen Leute in Handwerkerberufen. Ja, scheiße, wenn wir brauchen Handwerkerberufe, wenn wir jemanden in Pflegeberufe brauchen, dann macht die Berufe doch verdammt noch mal attraktiver. Dann sorgt dafür, dass die Leute auch mit dem, was sie da verdienen, auskommen. Dass wir dann auch nicht mit einer 50-Stunden-Woche, 60, 70, 80-Stunden-Woche halbtot ins Bett fallen am Wochenende. Das ist das, wo ihr drauf achten solltet und wo ihr für euch einsetzen solltet. Aber nicht damit, dass ihr hier einen Jugendlichen doof anmacht, nur weil er im Internet den Clown spielt. Noel ist ein Clown. Sorry, Noel, ist nicht despektierlich gemeint. Ja, im Gegenteil. Wir brauchen Clowns. Wenn ich mir die ganze Welt so ansehe, da Flüchtlinge auf dem Mittelmeer, die ertrinken, da ist ein U-Boot implodiert. Ja gut, die Leute, die da drinnen waren, wussten, worauf sie sich einlassen. Aber für die Familien ist es trotzdem schlimm. Und auch unsere Nationalmannschaft, die trifft nicht mehr so, wie sie treffen soll. Obwohl, das geht mir irgendwo vorbei. Ich bin kein Fußballfan. Ja, und da braucht man schon irgendwo Leute, die dafür sorgen, dass man ab und zu mal noch so ein ganz leichtes Lächeln ins Gesicht bekommt. Humor ist unterschiedlich. Der eine mag eben eher Heinz Erhardt, der andere, der mag einen Flachwitz von Alexa und der nächste, der mag es lieber, wenn die Torte ins Gesicht fliegt. Davon abgesehen, es muss jede Form von Humor irgendwo geben. Und genau das bedient irgendwo Noel. Er macht kleine, witzige Clips, die niemanden wehtun. Wenn, nimmt er sich selbst, seine Familie auf die Schulter. Die können das anscheinend auch alle ganz gut ab. So wie die Familie auch im Fernsehen öfters mal auftritt, scheint das auch von der Chemie untereinander zu stimmen und nichts Negatives zu sein. Von daher, alles in Ordnung, alles im grünen Bereich. Ich habe auch schon mal gesagt, zum Thema Influencer gibt es da nicht was von Ratiofarm. Ganz ehrlich, ganz am Anfang konnte ich mit diesem Volk überhaupt nichts anfangen. Wo die Lochis aufgekommen sind, habe ich mir auch nur gedacht, meine Güte, was sind das für Pfosten? Und die wollen mal irgendwann unser Land wuppen, wenn ich mal irgendwann uralt bin. Naja gut, Roman, Heiko, nimm's bitte nicht so übel, ist auch nicht so böse gemeint. Letzten Endes muss man feststellen, nee, die meisten davon, die in dem Bereich sind, die sind doch eigentlich ganz in Ordnung. Und am Ende des Tages, ja, Deppen gibt's überall. Deppen gibt's bei den Influencern, Deppen gibt's in meiner Generation, Deppen gibt's bei denen, die regelmäßig irgendwelche wilden Kommentare schreiben und eigentlich gar nicht wissen, was sie damit anstellen. Ich selber mach ja auch einiges im Internet. Mal ein bisschen ernster, mal ein bisschen humorvoller. Wenn ich jemanden gerne auf die Schulter nehme, dann bin ich selber, ich sag mal so, ich kann mein Gewicht gerade so noch heben. So sollte es dann letzten Endes auch sein. Das, was manche Leute mit ihren Kommentaren treiben, ist eher abschneidend und verletzend. Lasst es doch einfach. So, und nochmal zu euch. Ich habe mir natürlich ganz gerne die Postings angeguckt und ich möchte auch ganz gerne wissen, wer steckt dahinter. Es ist immer ganz einfach, sich bei solchen Sachen zu verstecken. Profil privat. Kommt, hört auf. Könnt ihr alles machen. Von wegen, was meiner ist, geht euch alle nichts an und so weiter und so fort. Nur ein ganz kleiner Tipp. Dann macht ihr auch in den anderen Netzwerken eure Profile privat. Dann sorgt auch dafür, dass man euch in den anderen Netzwerken nicht findet. Wenn ihr dann irgendwelchen Stuss dann da rumpostet und so weiter und so fort. Weil wenn ihr wirklich privat sein solltet, dann sollte man auch wirklich auch leise sein. Und noch ein kleiner Tipp. Ihr meckert über diese, in Anführungszeichen, Influencer rum. Und sie sollten was Richtiges arbeiten und so weiter und so fort. Und dann begebt ihr euch eigentlich in deren Wohnzimmer. Merkt ihr, was falsch läuft? Vielleicht solltet ihr darüber mal nachdenken. Und als letztes möchte ich euch noch eins sagen. Da kamen natürlich dann auch wieder diese Sachen, ja, YouTube-Videos drehen und so weiter und so fort. Das wäre keine Arbeit, das wäre kein Aufwand und überhaupt, ne? Ihr glaubt auch, man geht mit einem wackeligen Kamera-Handy dahin und tut da mal so ein bisschen durch die Luft wirbeln, drückt den Aufnahmeknopf und lädt das Ding hoch.
Hinter den meisten Videos steht irgendwo ein Drehbuch dahinter. Ein Skript oder sonst irgendetwas, wo man definiert, was man aufnehmen möchte, wo man sich letzten Endes überlegt, was möchte ich gerne in dem Video zeigen. Lass es noch so einen großen Schabernack sein. Die Arbeit macht man trotzdem. Dann wird das Ding aufgenommen. Gerade wenn ich mir solche Sachen angucke, wie sie zum Beispiel Noel macht. Die sitzen garantiert nicht beim ersten oder zweiten Dreh. Da hast du manchmal 3 oder 4 Anläufe, die dahinter stehen, bis du das Video dann irgendwann fertig hast. Dann passt mal das Bild nicht richtig, dann ist der Tonmann nicht in Ordnung, das muss geschnitten werden, es muss nachbearbeitet werden. Du musst das natürlich dann auch zu den richtigen Zeitpunkten in sämtlichen Netzwerken dann veröffentlichen. Das ist nicht mal eben in 5 Minuten gemacht. Das ist ein Aufwand, der dahinter steht. Und meinetwegen, dass Noel damit Geld verdient, sei es drum. Ich bin froh darüber, dass ich frei entscheiden kann, wie und was ich produziere, wie und was ich mache und was ich veröffentliche und dass ich damit kein Geld verdiene. Für mich ist das einfach nur ein Hobby, ein netter Ausgleich. Insofern alles in Ordnung, jedem das Seine. Aber da herzugehen, nee, das ist keine Arbeit. Nee, doch, ist eben Arbeit. Probiert es eben mal selber aus. Zeigt ihr doch mal, was ihr könnt. Ja, kommen wir jetzt mal wieder zurück zum Thema Sport und Bewegung. Ich bin momentan sehr viel unterwegs. Das Auto bleibt immer öfter stehen. Am Tag mache ich locker meine 10.000 bis 15.000 Schritte Minimum. Momentan habe ich einen Schnitt in diesem Monat, der über 15.000 Schritte liegt. Das heißt, ich habe manche Tage dazwischen, wo ich dann um die 25.000 bis 30.000 Schritte gemacht habe. Das sind insbesondere solche Geschichten, wenn ich natürlich mal größere Ausflüge und so weiter mache. Ich möchte möglichst viel sehen, ich möchte möglichst viel rumkommen. Ja, da bleibt man natürlich in Bewegung. Dass noch nicht alles optimal ist, ist klar. Ich weiß selber, ich trage hier noch viel zu viel Gewicht mit mir rum und das muss deutlich weniger werden. Aber wenn das weniger wird, dann wird es auch häufiger dazu kommen, dass ich wieder vernünftig laufe, was ich momentan eigentlich nur so immer mal so sporadisch einfüge. Insgesamt zeigen meine medizinischen Werte nach oben. Das sagt mir, passt. Was momentan nicht so ganz optimal ist, ist die Waage, die stagniert. Aber auch das wird, denke ich mal, in den nächsten Wochen wieder in die richtige Richtung gehen. Ich möchte euch damit sagen, bleibt dran. Selbst wenn es mal irgendwo momentan nicht so läuft, wie ihr es euch wünscht. Es kann nicht immer geradeaus gehen. Die Waage kann nicht immer bei jedem Mal beim nächsten Mal 100 Gramm weniger anzeigen und so weiter und so fort. Wenn ihr stetig dran bleibt, nur dann tut sich auch für die Zukunft was Positives und dass ihr vielleicht auch bis im Alter gesünder bleibt. Ich habe noch einiges vor. Bleibt einfach mit dabei, guckt mir zu und seht, was so alles passiert. Ich möchte einfach nur zeigen, was möglich ist. Und wenn dabei mal ab und zu die eine oder andere lustige Idee abfällt, auch in Ordnung, nehme ich gerne mit. Ich habe noch einiges an Videomaterial, was ich im Mai vorproduziert hatte. Darunter ist ein On-Tour-Bericht, wo ich in Melsungen war. Den muss ich letzten Endes nur noch zusammenschneiden, weil da auch einiges an Fotomaterial und so weiter dabei ist. Der wird wahrscheinlich jetzt als nächstes kommen. Ich hatte noch einen Bericht über das Thema Proteine gedreht. Auch das wird in Kürze online gehen. Ja, und dann fange ich dann an, schon wieder neues Material zu drehen. Ich werde euch über das Thema Sport mit Übergewicht ein bisschen berichten. Ich werde darüber berichten, Nordic Walking, vor allen Dingen, wie man es richtig macht. Ich bin kein Fan von Nordic Walking, aber wenn ich dann diese Stöckelträger sehe, die dann die Dinger so halb hinter sich herschleifen, nein, danke, das muss nicht sein. Ich werde euch ein Öl etwas vermiesen. Ja, und dann sprechen wir auch mal über Eis. Ich mag auch Eis. Ich mache mein Eis selber. Ich habe zu Hause eine Eismaschine, da wird ein bisschen Joghurt, ein bisschen Frucht reingemacht. Dann gibt es noch ein bisschen Ahornsirup da drauf. Und wenn ich Lust habe, dann entweder tue ich noch ein bisschen Bitterschokolade raspeln und so weiter und tue das dann einmal kräftig durchrühren lassen, ein bisschen Zitrone dran. In der Regel lecker. Und vor allen Dingen, ich weiß, was drin ist und wir sprechen mal darüber, ob ihr bei der Eisdiele wisst, was in eurem Eis ist. Ja, Themen habe ich noch genug. Ich werde ein bisschen darüber berichten. Nächstes Wochenende ist in Eschwege das Johannesfest. Eines der ältesten Volksfeste in Deutschland. Da will ich euch mal so ein bisschen zeigen, wie wir Eschweger feiern.
Ja, und natürlich werde ich auch weiter on Tour gehen. Einige der nächsten Stationen werden wahrscheinlich sein Wernigerode, Goslar. Ich wollte auch mal auf den Brocken hoch. Und da wird mit Sicherheit dann auch noch der ein oder andere Bericht entstehen. Also, seid gespannt, was da noch alles kommt. Ich möchte es für heute mal dabei belassen. Ich sag mal so, ich habe heute genug gemeckert, ich habe genug Update gebracht, wo man mal sieht, wie sieht es überhaupt aus, wie ist denn überhaupt der Status, weil man viel zu lange von mir nichts gehört hatte. Ich hoffe, es war interessant für euch und ihr seid beim nächsten Mal vielleicht auch wieder mit dabei. Heute bin ich hier übrigens, wenn man so ein bisschen hinter mir guckt, in Frankershausen an einem Sportplatz. Hinter mir, das ist, ja, wie nennt man die Figur? Das ist, glaube ich, der Wacholdermann. Weil, wenn ich in der Richtung gucke, da sind die Hie- und Kripplöcher, wo auch sehr viele Wacholdersträucher sind. Und da gibt es natürlich dann eine Sagen- und Legendenfigur, die hier öfters mal im Gebüsch auftaucht. Hier kann man auch sehr gut wandern. Es gibt einen Rundwanderweg, der ist so etwa 5-5,5 Kilometer lang, wo man auch gut durch die Kripp- und Hielöcher geführt wird. Mein Tipp, auf dem Weg bleiben, weil hier ist ein Erdfallgebiet. Es ist hier schon lange nichts mehr passiert, zum Glück, weil die Leute wissen, was hier los ist. Früher ist hier auch schon mal ein Bauer mit seinen Vieh und Kutsche im Erdboden versunken. Also deswegen bitte auf den Wegen bleiben, weil ich will nicht, dass ihr euch wehtut. Und wenn es mal irgendwann passt und vom Wetter ein bisschen besser ist, vielleicht wahrscheinlich irgendwann mal in morgen schon, werdet ihr auch mal eine Rundwanderung machen und euch einfach mal zeigen, wie es hier aussieht. Könnte auch ein interessanter On-Tour-Bericht dann werden. Schauen wir mal. Lassen wir uns, wie gesagt, positiv überraschen. Der eine oder andere wird sich natürlich jetzt fragen, was hat der hier eigentlich für ein grünes Zeug vor sich stehen? Ja, ich sag mal, es ist grün. Nein, es ist ein gemischter Fruchtsaft. Kiwi, Traube, Apfel, ja, bisschen Limette ist da, glaube ich, auch mit drin. Schmeckt ganz gut. Ich sag mal so, ich war den ganzen Tag unterwegs gewesen, nicht richtig groß gegessen. Ja, und ich sag mal so, ein bisschen muss man Zuckerhaushalt auch schon oben haben. Keine Angst, wenn ich gleich zu Hause bin, ich esse dann noch mal richtig eine Kleinigkeit. Aber ist mal was komplett anderes als die üblichen Getränke. Was ich in letzter Zeit sehr viel trinke, ist Wasser. Weil diese ganzen Süßgetränke, nee, ist schön, aber komme ich nicht mehr so ganz ran. Und was ich auch mittlerweile sehr gerne mag, ist Hafer. Aber da mache ich auch nochmal ein extra Thema drüber. Ich sehe, dass die Sonne hier mittlerweile so langsam untergeht. Ja, das scheint heute nochmal ein schöner, lauer Sommerabend zu werden. In dem Sinne wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Dieses Format, so wie ich es jetzt heute gemacht habe, denke ich mal, wird es erstmal so einmal im Monat wahrscheinlich geben. Wenn es von ein bisschen erfolgreicher ist und wirklich es von euch auch angenommen wird, muss ich mal gucken, vielleicht kann ich dann auch die Frequenzen ein bisschen erhöhen und dass man noch ein bisschen gezielter auf einzelne Themen eingeht. Das wird sich über der Zukunft dann alles zeigen, wie das alles funktioniert, auch mit der Technik und allem drum und dran. Also in der Hinsicht, es tut sich für einige was, ich lebe noch, das ist das Wichtigste. Und in dem Sinne, wie gesagt, schönes Wochenende. Kommt gut durch, es soll morgen wieder richtig heiß werden. Montag soll es wahrscheinlich wieder Gewitter geben, aber zum Glück kann der Mensch das Wetter noch nicht beeinflussen. Wenn ihr irgendwo bei irgendwelchen Themen dabei seid und euch steckt mal wieder die Wut im Hals, lasst es stecken. Vor allen Dingen so Mist, wie er bei Noel da gemacht hat, lasst es doch einfach bleiben. Bringt nichts. Vor allen Dingen, ihr trefft den Falschen. Bleibt mir nur noch eins zu sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dies war die heutige Folge des Podcasts Der Landpirat. Alles ist gut, solange du laufen kannst. Weitere Beiträge findet ihr in meinem Blog unter www.landpirat.de.
In diesem Video wurden die Musikstücke Children's Theme, Happy Boy Theme, Happy Boy and Theme von Kevin MacLeod in Competech.com benutzt. Die Nutzung erfolgt unter der Creative Commons Lizenz bei Namensnennung 4.0. Mehr Infos auf landpirat.de.